Guten Morgen. Wir haben gerade ausgecheckt und machen uns jetzt auf einen langen Weg zum Café. Frühstück ist erledigt und wir fahren jetzt auch schon zur Cathedral Cove. Der Christian hofft, dass das Wetter angeht und es nicht regnet. Ich hoffe, dass das Wetter besser wird, nicht lang. Okay, dann machen wir. Fertig. Christian cremt sich noch ein. Ja, cremt sich noch ein. Wir können das auch in Slow-Mo einbauen. Mit so ein bisschen John Cocker. Später. Später. Okay. Egal. Wir fahren jetzt wieder los Richtung Auckland. Am Weg werden wir sicher was essen, damit der Christian nicht verhungert. Ja. Und dann, ja, dann geht's ab ins nächste und letzte Hotel hier in Neuseeland und dann schauen wir noch mal nach Auckland rein. Nächste Unterkunft oder letzte Unterkunft hier in Neuseeland haben wir auch gefunden. Ein kleines, sagen wir, Motel, Family Park Hotel. Es ist einfach nur das Ghetto. Wir sind wirklich im Ghetto. Es ist einfach nur das Ghetto. Erinnert mich auch ein bisschen an Breaking Bad. Ein gutes Breaking Bad. Es ist nicht so Ghetto. Es ist nicht ganz Ghetto. Auf jeden Fall schauen wir jetzt zum McDonald's, der was gleich da gegenüber ist. Und dort gibt es Wi-Fi, hier kostet es etwas. Deswegen fahren wir dorthin, wo es gratis ist. Und schauen, was man da noch machen kann in Auckland. So, kurze Planänderung. Wir waren bei McDonald's. Wi-Fi hat mal wieder enttäuscht, hat nicht funktioniert. Schnell geduscht. Und jetzt schauen wir einfach mal ins Stadtzentrum und schauen, dass wir ein gutes Restaurant finden, dass wir endlich was essen. Genau, dringend. Genau.
wie schmeckt's? Es schmeckt wirklich gut. Nur man kann es kaum essen. Ich habe so einen Kopf gehabt. Na, schau meins an. Ungefähr so wie das. Und innerhalb von einer halben Minute ist einfach alles, wie man sieht. Eine Schokolade. Eine Schokolade? Ich hasse dunkle Schokolade. Hey? Ja, das ist gut bitter. Man muss nur schnell essen. Das ist zum Eis kommen. Ist das auch verschickt? Das ist verschickt, Mann. So, wir sind jetzt auch wieder zurück hier in unserem Hotelzimmer oder Motelzimmer. Auf jeden Fall war neben anders war wieder mal super gut. Dann gab es noch das Eis im Chapo. War auch sehr gut, aber ein bisschen viel. Wer schon mal da ist, sollte das ausprobieren. Kostet aber $22, doch ein stolzer Preis für sowas. Aber egal. Morgen geht's wieder weiter. Wir schauen uns den Mount Eden an und der Christian geht in den CrossFit. Ballsack. Und? Egal. Ich muss noch andere Sachen erledigen. Ballsack. Auf jeden Fall geht er in den CrossFit. CrossFit? CrossGym? GymFit? Fit. Box. Und da schwitzt er mit anderen verschwitzten Männern und schreit sich an und hebt Gewichte zusammen mit ihnen. Ja, so wie sich's gehört. Auf jeden Fall. Du stellst dir das wieder viel zu romantisch vor. Nein, gar nicht. Kleiner Popo-Party-Freund. Nein, auf jeden Fall fahren wir dann schon wieder los zum Flughafen. Auto werden wir noch abgeben natürlich. Und ja, dann geht's auch schon weiter nach Australien, zum Nachbarland. Nach Melbourne. Aber ja, das seht ihr morgen. Wenn wieder mal ein Tag ist in der wilden Woche in Neuseeland. Ist so unglaublich uninteressant. Mit Benny. Dann erwähne ich gar nicht mal. Ich bin gar nicht dabei bei so einer Woche. Oh doch, das bist du. Nein. Also bis morgen. Du sagst immer wieder. Wieso? Du bist eine Freche. Ich finde das geil. Kein Mensch findet das geil. Na sicher findet man das geil. Das ist, du bringst das jeden Tag. Das ist voll nicht lustig. Ist lustig. Nein. Oh doch. Doch. Hallo mein Freund. Wie geht's dir? Ja. Ja, hallo. Oh, der ist so borstig. Oh, da kommen auch viele. Da kommen auch viele. Oh, die sind überall. Die sind überall, Bro. Oh, was hast du denen gegeben? Erst jag sie weg.